Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie. Und wie angekündigt, werde ich einige Sachen jetzt offscreen machen oder offcam oder wie man es auch immer bezeichnen will. Und deswegen das jetzt nur als kleines kurzes Info zur Erklärung, was ich jetzt vorhabe. Also, ich habe jetzt vor, diese eine Handelsroute, die Lübeck, Malmö und Aalborg abklappert, die mit Schiffen zu verstärken und vielleicht eine Gegenroute zu bilden, dass die halt einmal so rumfährt und einmal also mit dem Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn, dass ich mich da drum nicht mehr händisch kümmern muss. Wenn das steht, dann schalte ich wieder dazu. Und bis dahin, bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe ja jetzt keine gegenläufige, also Route gegen den Uhrzeigersinn hier bei den drei Städten gemacht, sondern ich habe einfach den, Momentchen, wo haben wir es? Den Torkiefer, also, Wortfindungsstörungen ist furchtbar. Da habe ich jetzt noch zwei Schiffe zusätzlich mitgemacht und diese vier Schiffe insgesamt, die kriegen die Waren ganz gut verteilt. Ich kann ja mal schneller laufen lassen. Das einzige Problem, was wir dann haben, ist, dass in Malmö einiges am Bier sich ansammelt. Das Ganze ist aber nicht ganz so dramatisch. Wir können ja noch mal gucken. Da haben wir im Moment 48. Momentchen. Muss so stellen. Können wir es besser gucken. 266. Das heißt, wir müssten das eigentlich von da aus halt noch mal woanders hinschiffen. Am besten dahin, wo im Moment keiner hinkommt. Und das sind diese Flussstädte, wie zum Beispiel Köln und Novgorod. Genau, weil da kommt ja auch kein normales Schiff hin. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also, ich glaube, da haben wir keine Route hingelegt, das wollte ich sagen. Gut, mein kleinen Kreier, die Kapitänsbraut, glaube ich, hieße. Genau. Den habe ich verloren in einer Schlacht. Und das war ziemlich doof. Ja, das war richtig doof. Und jetzt kann ich hier noch nicht mal wirklich raus, weil wenn ich hab halt einfach Schiss, ne? Weil wenn ich jetzt hier mit meinem Momentchen. So, mit der Albatros, unserem Expeditionsschiff. Wenn ich damit jetzt rausfahre, dann werden wir mit Sicherheit angegriffen. Ich kann es ja nochmal probieren. Dazu lade ich aber jetzt auch erstmal hier das aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, jetzt klappt's. Ich hatte einmal neu gestartet, weil ich dann gleich wieder angegriffen wurde. Und da ich Piraten wie die Pest hasse, lasse ich das Ganze. So, dann fahren wir jetzt einfach mal hier hin. Gucken wir, dass wir die Piraten da mal ein bisschen ausmanövrieren. Und laden uns das Schiff jetzt voll mit Werkzeug. Normalerweise müsste da jetzt mehr hergestellt werden. Kann ja nochmal einen Tag laufen lassen. Eigentlich sollten 12 Werkzeuge pro Tag hergestellt werden. Also Holz genug für die Werkzeugproduktion sollte da sein. Oder wird da noch mehr benötigt? Lasst mich mal gerade nochmal gucken. Schmiede. Rohmetalle. Ja gut, ohne Rohmetalle ist natürlich schlecht. Da müssen wir noch gucken, wo wir Rohmetalle herkriegen. Da muss ich da noch eine Route einrichten. Mache ich aber auch wieder Offcam. Und jetzt fahren wir gerade nochmal nach Malmö. Und laden hier ein bisschen Bier mit ein. Und dann können wir das gerade in London nochmal loswerden. Ja, genau so machen wir das. Und dann schauen wir mal, wenn da jetzt von den Piraten verschont werden. Deswegen steuere ich jetzt ein bisschen manuell. Bremen wird selber. Hier Edinburgh. Da wird im Moment Bier benötigt. Dann verkaufen wir doch lieber da. Dann hat es zumindest auch einen Sinn und Zweck. Bier. Auch wenn es jetzt ungünstig ist, jetzt alles zu verkaufen. Ich will es aber loswerden. Wir haben halt im Moment eine Überproduktion und dementsprechend müssen wir da ein bisschen aufpassen. So. Hä? Ach.
muss ich das Schiff jetzt auch noch reparieren lassen. Ja, das ist natürlich doof. Ich glaube, das könnten wir aber auch in Edinburgh machen gerade. Quatsch, einmal auf die Stadt und einmal auf die Werft, Reparatur. Ja, müssen wir mal reparieren lassen. Dauert 4 Tage, das geht jetzt relativ zügig. Ich halte auch schön die Space-Taste gedrückt. Na komm. Da. Fertig sind wir. Und dann schauen wir auch, dass wir jetzt mal wieder eine Expedition machen. So. Und London, ja. Und wir fahren wieder nach Genova. Müssen wir nur aufpassen, oder ich muss aufpassen, dass ich die Meldung dann nicht verpasse, dass ich die dann hier irgendwo abpasse, um zu gucken, ob jetzt London wirklich frei ist oder nicht. Ja. Oh, da haben wir ein bisschen Treibgut. Kümmere ich mich aber später drum. Gut, dann mache ich jetzt hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns dann nachher wieder. Bis dann. So. Ich habe jetzt eine schicke Stelle gefunden, die auch gar nicht so weit weg ist, wo Rohmetall hergestellt wird. Und das ist Oslo. Werde also mich bemühen, jetzt gleich da... Oder warte, können wir eigentlich jetzt gucken. Ich will nur gerade mal das Bier noch verkaufen, damit wir das hier mal wegkriegen. Ja, die nehmen auch gut Bier ab, gut zu wissen. Dann können wir nämlich von da aus das Bier nach da schiffen. Genau, machen wir so eine Dreiecksbeziehung quasi. Könnten oder wir nehmen das dann von der Türkei raus. Aber das gucke ich dann. Jetzt müssen wir erstmal Mitglied hier in der Gilde werden. Könnte teuer werden. 275.000. Tja. 277.000. Ist natürlich auch nicht so geil. Aber das nützt ja nichts. Wir müssen das machen. Vor allem, wenn wir weiterkommen wollen. Stockfisch? Will ich Stockfisch? Nö, möchte ich erstmal nicht. Da können wir später gucken. Wir wollen dann jetzt erstmal einen Kontor bauen. Baumeister, Kontor bauen. Ihr gebt ein Kontor in Auftrag? Aber selbstverständlich. Zu eurem eigenen Wohle solltet ihr es dabei belassen. So, wie lange brauchst du? 10 Tage. Spul ich das? Spul ich. Naja, wie gesagt, ich werde dann hier jetzt den Kontor aufbauen und hier vielleicht, können wir mal gucken, was, ne, sehe ich jetzt leider nicht, was die an Tagesproduktion haben. Was will er eigentlich dafür haben? 259.000. Was kostet das, wenn wir das bauen? Ja, ist ja ein Schnäppchen, ne? Können wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie nach innen verlagern können. Dann wird zumindest während einer Belagerung wird trotzdem Rohmetall hergestellt. Ich hoffe, dass man es auch innen bauen kann. Muss ich da mal schauen. Gut, wir sehen uns dann nachher wieder. So, ich bin zwar jetzt hier in Lübeck, aber in Oslo ist das Konto auch schon fertig. Nur schön ist, dass hier gerade die Knechte des Landesfürsten, genau, so ist richtig, haben bei unserem Konkurrenten mal die ganzen Betriebe abgefackelt. Finde ich ziemlich witzig. Und er will dafür immer noch 2 Millionen haben. Naja, er soll also aufbauen. Und ich habe auch einfach mal spaßeshalber im Rathaus geguckt, wie denn hier so die Zufriedenheit ist. Und wenn ich jetzt hier zu... Da, 97%. Also, wir könnten so langsam mal kandidieren. Sollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir einfach mal. Ich klicke jetzt hier einfach drauf. Ihr wurdet in die Kandidatenliste für alle kommenden Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Lübeck eingetragen. Das ist sehr schön. Und vielleicht können wir unserem Konkurrenten hier auch noch ein bisschen ärgern. Mal. Piraten. Nördlich der Region Pommern. Naja. Günstige Waren zu verkaufen. 2796. Also, ganz ehrlich. Wo soll ich die lagern?
Zumindest könnten wir den Markt dann hier mitschwemmen. Das wäre doof, aber dann müsste ich den Betrieb einstellen. Nee. Lieber nicht. Wie sieht es mit wirtschaftlichen? Ich vertrete eine Gruppe von 999 Bürgern und Bettlern, die diese enttäuschende Stadt dem Rücken kehren möchten. Wir suchen einen großzügigen Händler, der uns auf einem seiner Konvois in eine entfernte Stadt bringt, auf dass wir dort unser Glück erneut versuchen können. Bitte wählt einen Konvoi aus, wenn ihr bereit seid, uns aufzunehmen. Je größer die Kapazität des Konvois, desto mehr können an Bord kommen. Nein, wir bringen doch keine Bettler irgendwo hin. Geht zu Fuß. So. Gucken wir mal, wie es jetzt in Oslo ausschaut. Momentchen. Richtige Schiffe. Also hier, ich habe mein neues Schiff machen müssen, ne, ist ja klar. Weil wenn das eine versenkt ist, was soll man denn sonst machen, ne? So, hier wird jetzt auch fleißig Werkzeug hergestellt. Ich habe herausgefunden, woran es liegt. Wir haben da Rohmetall auch immer direkt verkauft gehabt. Aber war natürlich ungünstig. Ich nehme jetzt hier auch einfach mal das Bier mit, was da jetzt drin ist. In der Hoffnung. Fluchtversuch, nein, danke. Nicht aufgepasst. Ich hasse Piraten. Ich hasse Piraten. Ich hasse sie wie die Pest. Piraten sind der letzte Dreck und Abschaum. So. Gucken wir mal nach Oslo rein. Die Schmelzen kann man übrigens sehr wohl auch innen bauen. Deswegen habe ich das auch getan. Weil Oslo interessiert mich ansonsten einen feuchten Dreck. Produktion 199 am Tag. Boah, da müsste unser Konto jetzt aber schon richtig am Überlaufen sein. Hä? Ach nee. Kontorbestand 211 und täglich. Ja. 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 Alles klar. Ich hab's verstanden. Tja. Jetzt komme ich da sehr wahrscheinlich nur nicht rein, ne? Naja. Aber wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich auf den Kampf. Warte, dann muss ich das aber, glaube ich, hier noch irgendwo einstellen. Momentchen. Wo waren das jetzt nochmal? Da, so. Aber Piratenkämpfer spare ich euch. Und deswegen sehen wir uns nachher erst wieder. Bis dann. So, ein letztes Mal für diese Folge. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Route eingerichtet zwischen Lübeck und Oslo. Dass von Oslo das Rohmetall nach Lübeck geliefert wird und ein Teil der fertig hergestellten Metallwaren rauf nach Oslo, so damit diese Route sich auch in, ja, ein bisschen rechnet. Was ich jetzt noch gerne machen will, ist einfach mal zu gucken, wie viel Holz wir jetzt tatsächlich hier im Lager haben. Wir haben hier 662 Holz in Lager Lübeck. Das ist auf jeden Fall zu viel und dementsprechend werde ich da jetzt auch eine bestimmte Grenze ansetzen, wie viel wir denn jetzt mindestens im Lager haben wollen. Also beim Momentchen, müssen wir gerade mal gucken, welcher Schmiede denn hier uns ist. Also wir brauchen mindestens 6 Holz am Tag für die Schmiede und für die Salzsiederei brauchen wir auch mindestens, ja, 7, das heißt 13. Wenn wir 100 Holz auf Lager halten, denke ich, reicht das dicke. Das heißt, wir werden dem Verwalter hier jetzt den Warenverkauf bis 100, oh, hatten wir sogar schon. Und wir werden das Ganze aber nicht auf 69, da kauft doch sowieso keiner. Machen das mal auf 59, schauen wir mal, was da passiert. Das Ganze gucke ich mir aber lieber von hier an. Ich lasse mal ein bisschen laufen, da, zack. So, da haben wir dann wieder 120. 100. Das geht doch. Bei den Werkzeugen könnten wir das ähnlich machen. Die verkaufen wir jetzt natürlich nicht, weil ich die ja gerne handeln will. Aber ich habe halt festgestellt, dass... Momentchen, jetzt muss ich ja erstmal das Schiff hier haben. Dass die nicht sämtliche Metallwaren handeln. Momentchen, wo haben wir euch? Doch, jetzt haben sie alle los. Also ich hatte die demnächst zweimal losgeschickt.
mit einer Ladung und die haben nicht immer alles losbekommen. Gut, das kann passieren. Das ist nicht das Schiff, welches ich suche. Das hier. Die Ziffnapp. Gut, dann fahren wir mal nach Lübeck und laden gerade mal ein bisschen Werkzeug ein und versuchen das mal irgendwie nach London zu karren. Momentchen. Was ist los? Ach ne, wir sind ja noch gar nicht da drin. Da war ich jetzt viel zu schnell. So. Da. Dann räumen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Das Bier können wir ruhig mitnehmen. Das stört, glaube ich, nicht. Tut keinem weh. Und da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, ob wir nicht doch leer laufen. Ansonsten müssen wir den Mindestbestand mal auf 150 oder 200 hochmachen. So, bitte nicht angreifen. So, dankeschön. Weil da habe ich echt keinen Nerv drauf. Piraten sind sowas von ätzend. Und das manuelle Kämpfen ist einfach sehr, sehr umständlich. Dauert halt und dauert und dauert. Auch wenn man das schnell vorlaufen lässt. Das ist einfach nur nervig. Meine Meinung. So, hätte man das. Das Bier hauen wir da auch in den Konto rein. Der Wein verkauft sich besser als die Gewürze. Auch komisch. Jetzt muss ich mir erstmal die andere wiederholen. So, dann laden wir die gleiche rein. Bier kann da bleiben und schicke mir die wieder. Ach. Scheiße. Entschuldigung. Mist. Reparatur. 5 Tage. In 5 Tagen wieder hergestellt wird. Das ist, oh, in Lübeck ist eine Seuche. Und ich bin mal gespannt, ob wir die Bürgermeisterwahl dann im Mai auch gewinnen. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ich werde das jetzt immer so machen, dass wenn ich was zu erzählen habe oder was herzuzeigen habe, dann mache ich das. Dann nehme ich das schnell auf. Und andernfalls würde ich es einfach nebenher laufen lassen. So kann ich nämlich einfach auch mal zocken, wie ich halt Zeit und Lust habe und muss nicht unbedingt aufnehmen. Weil ich persönlich fände das relativ langweilig, wenn ich jetzt erstmal immer nur alles hin und her machen würde. Also da mal ein bisschen und nichts vernünftig. Und wenn man halt da zwischendurch quatscht, macht man halt auch ziemlich viel Blödsinn. Ich möchte nur mal an dieses Handelsroutenwirrwarr erinnern. Das hat sich ja ein bisschen entzerrt. Man könnte das bestimmt noch besser machen. Aber was soll's. So, und ich denke, wir machen auch einen ganz guten Schnitt im Moment. Wir machen ein Plus. Zumindest weitestgehend sollten wir ein Plus machen. Dann müssen wir gerade wieder darüber laden. So. Zur Albatros wechseln. Da dann die Werkzeuge darüber machen. Hätten uns natürlich auch in London, weil, passt auf, wo kann ich es am besten zeigen? Da. Ja, Werkzeuge werden auch, also Metallwaren. Für mich sieht das nach Werkzeug aus. Also Werkzeug wird halt in London hergestellt und hätte man eigentlich auch hier machen können. Hätten wir uns dieses Hin- und Her-Kutschieren von Lübeck nach London gespart. Aber hinterher ist man immer klüger. Aber wir hätten trotzdem eine Handelsroute gebraucht und zwar von Oslo dann hierhin. Weil ich wüsste nicht, dass jetzt hier in der Nähe noch irgendwo Rohmetalle hergestellt werden. Gut. Die Albatros müsste entladen sein soweit, bis auf die Werkzeuge. Können wir mal gucken. Ja. Ja. Dann können wir die nochmal losschicken. Genova. So. Auf und davon. So. Jetzt haben wir den 19. Dezember. Wir können gerade nochmal nach Lübeck gucken, wie unsere Beliebtheit denn jetzt eigentlich so ist. Bürger. 96 sind ein bisschen abgerutscht, ist aber nicht so schlimm. Wir können mit Unterhalt auch... Oh, wir machen doch ein bisschen verlustig gerade. Muss ich mir nochmal angucken, wo. Das schaue ich auch, glaube ich, jetzt an. Haben wir irgendwo sehr viele Waren drin?
Also, in Lübeck sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Dann in Malmö. Gut, da haben wir Unmengen an Bier. Obwohl 244, das haben wir schon mal schlimmer gesehen. Kann auch vielleicht mal ein bisschen was verkaufen hier. So. Das sieht doch jetzt auch nicht so schlecht aus. So. Rohmetall wird fleißig transportiert. Also das kann es dann auch nicht sein. Also so viel Verlust dürften wir eigentlich gar nicht machen. Naja, vielleicht war es nur mal kurzfristig so. Wer weiß. Wir werden sehen. Gut. Also ich, bis zum nächsten Rang fehlt uns nicht mehr allzu viel. Wir müssen noch ein Kontor machen und 125 Beschäftigte haben. Das sollte aber gar kein Problem sein. Da müssen wir in Lübeck einfach nur mal die Produktion aufdrehen und dann hat sich das Ganze erledigt. Und dann Bürgermeister werden, heiraten, Patrizier werden und gut ist. So weit der Plan, zumindest im Groben. Gut, ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und ihr könnt euch so ein bisschen daran gewöhnen, dass ich jetzt mehrere Schnitte mache. Und könnt ihr einfach mal ein Feedback geben, ob das so okay ist oder halt nicht. Und jetzt ändern kann ich es jetzt eh nicht mehr, zumindest für die Folge nicht, aber vielleicht für die nächsten. Gut, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Euer Fitzwan. Ciao.